Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass ich später keiner, weder ich noch irgendein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Beim Schreiben ihres Tagebuchs war für das jüdische Mädchen Anne Frank natürlich nicht abzusehen, dass ihre Aufzeichnungen einmal zur Weltliteratur gehören würden. Regisseur Hans Steinbichler hat ihre Gedanken und Beobachtungen aus der NS-Zeit neu fürs Kino adaptiert. Die Hauptrolle in das Tagebuch der Anne Frank spielt die inzwischen 17-jährige Lea van Acken. Beide haben den Film am Freitag in den Hochhauslichtspielen in Hannover vorgestellt. Und darum geht es. Der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen haben die Niederlande besetzt. Für die aus Frankfurt eingewanderte jüdische Familie Frank wird die Situation nun auch dort immer gefährlicher. Also taucht Vater Otto mit seiner Frau Edith und den beiden Töchtern Anne und Margot unter. In einem Hinterhaus in Amsterdam versteckt sich die Familie zusammen mit vier anderen über Jahre hinweg auf 50 Quadratmetern. Den Alltag dort beschreibt Anne in einem Tagebuch, das sie an ihrem 13. Geburtstag bekommen hat. Ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass meine Seele sozusagen zweigeteilt ist. Die eine Seite beherbergt meine ausgelassene Fröhlichkeit. Diese Seite liegt meistens auf der Lauer und verdrängt die andere, die viel schöner, reiner und tiefer ist. Die schöne Seite von Anne, die kennt niemand. Hallo Lea, sag uns doch bitte erstmal ganz kurz, wie du überhaupt zu der Rolle gekommen bist. Also ich bin in einer Agentur in Berlin, eine Schauspielagentur sozusagen, und die vermitteln an einem Castings. Und so kam die Anfrage zu Anne Frank, dann war ich auf dem Casting, beziehungsweise auf 3 Castings. Und dann habe ich gesagt, komm, dass ich die Rolle habe. Und zur Vorbereitung hast du ja auch so fiktive Briefe an Anne Frank geschrieben. Inwiefern hat dir das denn geholfen? Also es war einfach so, dass als ich die Rolle hatte, ich einen riesen Respekt hatte und dachte, ich darf mir nicht anmaßen, irgendwie jetzt ja Anne Frank spielen zu wollen und ihre Gefühle nachvollziehen zu wollen. Und habe dann angefangen, eben diese Briefe zu schreiben. Und das hat für mich so ein bisschen den Respekt aufgebrochen, hat mir geholfen, Anne eben auch einfach als Mädchen zu sehen. Und kannst du dann beschreiben, wie du die Rolle danach angelegt hast? Also was wolltest du denn so, sag ich mal, herüberbringen mit ihr? Also ich glaube, Hans und meine Idee, also man kann ja nicht, Absicht hört sich doof an, also Idee war einfach eben, das Mädchen Anne Frank zu zeigen, die Streit mit den Eltern hat, die verliebt ist, die einfach was ganz, ganz Großes dann im Endeffekt auch gemacht hat, was ihr zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht bewusst war. Also Anne Frank saß da nicht und hätte jetzt gedacht, dass knapp 70 Jahre nach ihrem Tod irgendein deutsches Mädchen sie jetzt spielt. Also, ja. Und was hat dich persönlich an der realen Anne Frank am meisten beeindruckt? Ihre Beobachtungsgabe finde ich total interessant. Also wie sie die Menschen beobachtet, was sie dann sagt, was sie schreibt. Das ist auf jeden Fall was mich sehr interessiert hat auch. Und wie sie sich selbst reflektiert und analysiert, also wie sie ihr Verhalten bis ins Kleinste umdreht und schaut, wieso sie das jetzt gemacht hat, das finde ich stark, gerade auch für das Alter. Und du musstest ja auch für eine Szene die Haare halt abrasieren. Wie war denn das für dich? Also wie hat sich das angefühlt? In dem Moment war es ja so Anne und Lea. Das heißt, es war irgendwie ganz, ganz surreal, schrecklich. So gar nicht wirklich greifbar. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es war, weil das Gefühl, so im Nachhinein hatte ich das Gefühl, mein Kopf war fast leer. Das war einfach was ich wusste, dass ich das an Authentizität dem Film und der Rolle geben muss, schenken muss sozusagen, oder opfern muss auch. Und ja, es war im Nachhinein natürlich komisch und es war auch was mich begleitet hat. Aber ja, ich habe es nicht bereut. Genau, und jetzt noch eine Abschlussfrage, was wahrscheinlich auch viele Mädels in deinem Alter interessiert. Wie waren das dann auch, Schule und Dreharbeiten zu vereinbaren? Puh, manchmal ganz schön schwierig, aber es hat irgendwie mal ganz gut funktioniert. Und ich musste viel nachholen, weil ich während des Drehs wirklich wenig machen konnte, einfach auch so von meinen Kräften her. So ein Dreh, der nimmt einen schon sehr ein und dann kann man sich nicht abends nach einem 18-Stunden-Tag hinsetzen und sagen, Mathe mache ich jetzt auch nochmal schnell. Ich muss immer wieder irgendwie aufs Neue gucken, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Ja, alles klar, vielen Dank. Um nun die Vorstellung der ersehnten Freundin meiner Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst sein lassen.